Guten Morgen, ihr Lieben. Heute geht es um eine weitere Foundation Review. Ich dachte, vielleicht wäre es interessant, diese Foundation den ganzen Tag lang zu tragen. Das ist von Rival de Loup Natural Lift Make-up, optischer Faltenreduzierer. Ich weiß ja, dass ich ein bisschen auch ältere Zuschauer habe, also 30 plus, sag ich mal. Jetzt keine Jugendlichen, sondern ja, ältere. Und ich fand diese Foundation 2017, habe ich die echt gerockt und im Sommer gerne benutzt, weil sie eine schöne Deckkraft hatte und wirklich ein schönes Finish hinterlassen hat. Die habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Hier steht, verleiht der Haut ein pudrig zartes Erscheinungsbild. Kleine Fältchen werden durch lichtreflektierende Pigmente optisch kaschiert. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet. Ich kann dieses Wort immer wieder mal nicht aussprechen. So sieht das Make-up aus. Hier kommen auch 30 Milliliter und ich bin der Meinung, es kostet unter 3 Euro. Aber ich schreibe es euch mal hier hin, was es kostet und wie viele Farben es gibt. Meine Haut ist eher... ja, ich habe eine Mischhaut, also fettige T-Zone im Laufe des Tages. Sonst an sich eine normale Haut, würde ich sagen. Ja, jetzt nichts Großartiges, was ich so arg... Ich habe halt Rötungen, die ziehen sich bis hier runter, aber sonst nichts Dramatisches. So, ich habe mir zwei andere Farben rausgesucht. Ich habe hier drei Farben zu Hause. Einmal die 4, die 3 und die 2. Mittlerweile sehen die, glaube ich, so aus, dass einer der neueren. Ich habe noch die alte Flasche und die werden wir auch benutzen. Diese Foundation, ich benutze zwei Pumper von der 04 und ein Pumper von der 02, ist relativ fest auf dem Gesicht, fühlt sich komisch, also sieht komisch aus, sieht relativ pastös aus und wir werden jetzt einfach testen. Ich habe Sonnenschutz drauf und meine Tagespflege. Und das war's. Ich benutze keinen Primer heute extra, um zu gucken, was die Foundation einfach kann. Den Tag über. Wahrscheinlich reichen drei Puppübe nicht. Also Beauty Eye und verblende das Ganze. Die 04 war mir letztes Mal ein Ticken zu dunkel, fand ich irgendwie. Hat mir nicht so gut gefallen an mir. Ich mag das ein bisschen heller. Also ein Ticken. Ich trage mir aber nochmal einen Pumper von der 02 auf und einen Pumper von der 01. Ich finde tatsächlich es wahrscheinlich besser, so dickere Foundations mit dem Pinsel aufzubauen. Aber ich finde das Finish einfach vom Beauty-Schwamm viel, viel schöner. Ich gehe so richtig schön in meine Poren, damit da schön Foundation drauf ist. Ich hole euch auch diesmal näher ran. Ich habe meine Foundation-Review angeschaut. Es hat mir... ihr könnt ja sagen, wie ich es besser machen könnte noch. Das wäre nicht schlecht, was euch... ja, was euch interessiert. Ich hole euch natürlich auch im gepuderten Zustand dann nochmal näher, wenn ich es gerade frisch aufgetragen habe. Sonst sieht man ja den Vergleich nicht. Das wäre ja unlogisch. Euch gleich ein bisschen näher. So sieht die Foundation aus, wenn sie drauf ist. Jetzt sieht man ein bisschen, dass es ein bisschen zu dunkel ist, aber ich wollte die 03 nicht aufmachen, weil das eher so gegen den Sommer, Herbst ist und jetzt ist
Frühling, Sommer, Frühling, Herbst, also wenn man heller wird. Es gibt vier verschiedene Farben, glaube ich, nur oder fünf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt nicht so viele in der Drogerie. Ich war auch schon länger nicht mehr im Rossmann. Ich schreibe es einfach hin, wie viele Nuancen es gibt. Man kann sich die Foundation auf jeden Fall mal angucken. Also auch wenn man eine trockenere Haut hat, die ist relativ reichhaltig. Vielleicht braucht man auch sogar darunter kein, wie nennt sich das? Keine Pflege, so eine reichhaltige. Und ich hole euch mal einfach noch ein Stück näher. Also man sieht, hier sind ein paar Poren, aber sie sind nicht so gereizt. Ein paar. Wenn man so ein bisschen guckt, ne? Es geht. Ich mache mein Make-up jetzt einfach mal fertig und hole euch nochmal dazu, wenn ich alles auf dem Gesicht habe. Denn ich mache mich jetzt für den Tag fertig und hole euch dann nochmal dazu. Und dann hole ich euch nochmal ein paar Stunden dazu. Ja, genau. So, ihr Lieben, ich habe alle Produkte drauf. Ich hole euch auf jeden Fall mal ein bisschen näher. Ich habe alles, ja, drauf und wir können einen Abschluss ziehen, sage ich mal. Und dann sehen wir uns in ein paar Stunden nochmal wieder. Ich komme ein bisschen näher, das ist besser. Man sieht, ich habe Poren, aber sie sind nicht ganz so offen. An der Stirn hat sich im Moment noch gar nicht so viel gesammelt. Ich habe es gut abgepudert. Das habe ich immer mit den Manhattan Loose Powder, nicht Loose Powder, sondern transparentes Kompaktpowder gemacht, das echt gut ist. Und dann sehen wir uns einfach ein paar Stunden. Ich habe immer noch diesen Fleck, wo vergrößerte Poren sind. Ich weiß nicht, ob das von gestern ist. Es ist mir noch nie so aufgefallen, dass ich da so vergrößerte Poren habe. Vielleicht ist dort ein Pickele oder irgendwas. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns einfach in ein paar Stunden wieder und gucken, wie das Make-up sich verhalten hat. Und bis dahin drückt mir die Daumen, dass ich immer noch top aussehe. Ein kurzes Update von meinem Make-up. Es ist 5 Stunden jetzt ungefähr vorbei. Es ist jetzt 1 Uhr gleich. Ich habe es um 8 aufgetragen. Ja, 4,5, 5 Stunden, sowas um den Dreh. Ich kann sagen, es hat sich nichts geändert. Also es ist nicht schlimmer geworden. Meine Hautstruktur sieht gut aus. Hier habe ich immer noch nicht diese Unreinheiten. Hier habe ich zwar diese Struktur. Es ist nichts in den Fältchen gekrochen. Es hat so ein schönes, ja, ich würde semi-mattes Finish sagen. Mir gefällt das sehr, sehr gut, wie die Foundation sich auch, was heißt, abträgt. Zum Beispiel heute hier ein bisschen. Gut, ich habe mit meinem Sohn ein bisschen geschmust. Hier heute Morgen. Ich durfte ihn tragen in den Kindergarten. Und ja, ich kann jetzt nichts, keine Veränderung feststellen. Hier ist es zum Beispiel auch nicht in die Fältchen gekrochen. Seht ihr das? Also es liegt zwar drauf, aber nicht in den Fältchen. Also es liegt immer noch da, wo ich bin. Ich habe ein bisschen geschwitzt. Hier unter den Augen sieht man das. Da habe ich noch Mascara-Reste. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns einfach nochmal gegen Abend sehen. Und ja, Liquid Lipstick ist nach 5 Stunden dann auch abgetragen, nachdem ich Spaghetti Bolognese gegessen habe. Ja, Augen-Make-up sitzt auch noch, zwar nicht mal ganz so prickelnd. Ja, also der Lidschatten ist nicht so empfehlenswert, würde ich sagen, für Leute, die schon Struktur auf den Augenlidern haben. Die habe ich auch mittlerweile so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen arg, aber ich habe halt auch keine 18-jährige Haut. Von daher, also aber wirklich sehr schön. Ich würde einfach sagen, gegen Abend, weiß ich nicht, 20 Uhr. 21 Uhr, sowas. Da schminke ich mich meistens dann ab. Gegen 22 Uhr spätestens. Und dann, ja, können wir einfach gucken, wie sich das weiterhin verhalten hat. Bisher bin ich wirklich begeistert. Ich liebe diese Foundation. Ich liebe sie auch im Also ich Sommer. würde sagen, wir sehen uns in ein paar Stunden wieder. Ciao! Ihr Lieben, wir kommen mal zum Abschluss. Kennt ihr das, wenn ihr Mohnbrötchen gegessen habt
und der ganze Scheiß zwischen den Zähnen hängt. Das Problem hatte ich gerade. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie mein Gesicht ausgesehen hat, als ich die Bude gereinigt habe. Ich habe geschwitzt wie ein Wolf, sage ich euch. 1,5 Stunden durch, saugen etc. Da kommt so ein bisschen Hitzeballon. Und ich wollte einfach mal einen Abschluss drehen, um zu gucken, wie die Foundation sich auf meinem Gesicht... Ich weiß nicht, ob diese Videos hilfreich sind, also ich finde schon. Bei manchen, wo ich einfach weiß, okay, die haben ähnliche Haut wie ich, die sind von Produkten auch zufrieden, mit denen ich zufrieden bin. Da kann ich mal davon ausgehen, dass das auch mal was für mich ist. Und ich meine, für kleinen Geldbeutel kann man mal was ausprobieren. Und deswegen habe ich gedacht, fange ich einfach an, diese Reihe zu machen. Ich fand das super interessant bei der Jenny Highlights. Ich verlinke mal euren, ich verlinke euch mal ihren Kanal. Ihr kennt sie sicherlich auch. Wie man von mir immer kennt, es trägt sich hier ab. Ich lag aber auch schon. Ich habe schon eine Stunde Mittagsschlaf, also Mittagsruhe gehabt oder überhaupt einfach mal im Kissen rumgegammelt. Bestimmt drüben. Ne? Muss mal gucken, die ist bestimmt drüben. In der einen Kiste. Geh mal gucken. Und auf jeden Fall dachte ich, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Es ist 8:30 gleich. Ich bin ein bisschen glänziger heute als gestern. Klar, ich habe geschwitzt. Und wenn ich auch so meine Hautstruktur angucke, es hat sich schon etwas in die Fältchen gelegen. Aber ein bisschen weniger. Ich hoffe, ihr seht das. Ich habe jetzt nicht die ultra mega tiefen Falten. Versteht es nicht falsch. Aber meine Haut ist nicht mehr 18, ne? Oder nicht wie die meiner Tochter. Schön prall und ja. Man sieht auch, ein bisschen hat sich das hier in die Lachfalten. Also ich bin eigentlich immer ein glücklicher Mensch. Naja, nicht immer glücklich, aber lächeln halt gerne in der Weltgeschichte rum. Und deswegen... Hier hat sich das auch minimal abgetragen. Ich kann euch natürlich ranzoomen, so nah es natürlich geht. Hier sieht man deutlich meine Poren. Klar, ich habe auch keinen Primer benutzt. Also wesentlich weniger Unreinheiten habe ich heute als gestern. Und ja, auch hier der da. Ist kaum sichtbar von gestern. Also gestern war ja richtig prall. Und da sieht man hoffentlich, dass ich richtig geglänzt habe. Und ich habe normalerweise oftmals die Foundation hier richtig, richtig tief sitzen. Ich hoffe, ihr erkennt das. Und es ist wirklich ganz, ganz wenig für meine Verhältnisse. Gestern hatte ich euch nicht ganz so nah rangeholt. Und ich finde, die macht echt einen guten Job. Also ich finde, für 3,49, was sie kostet, macht die einen mega Job. Ich meine, ich sehe jetzt nicht mehr ganz so frisch aus. Klar, sind schon von 8:30, sagen wir mal, bis 8:19, 12 Stunden. Und es ist anstrengend, ja. Also, ich meine, wenn man so einen ganzen Tag hinter sich hat, natürlich sitzt das nicht mehr. Hier hat sich das auch an meinem Pickele abgetragen. Aber so im Großen und Ganzen kann ich... Wenn ich möchte, noch mal entweder... Und, also ich finde, im Großen und Ganzen könnte ich das Ganze blotten und dann noch mal eine kleine Puderschicht drüber. Oder ich würde einfach so ein Beauty-Sponge nehmen und einfach hier, ja, den Überschuss an Fett einfach abklopfen und könnte jetzt noch, sage ich mal, 2 weitere Stunden verbringen. Ja, also diese Foundation kriegt auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Nicht jede Foundation funktioniert für jeden, klar. Ich meine aber für 3,45 oder 49 kann man sie ruhig ausprobieren. 49 kostet. Dann 30% auf Make-up und Geschichte und dann noch 10%. Also dann habt ihr fast die Hälfte nur noch. Ja, also... Ist auf jeden Fall mal was, um für so leichte Fältchen, ich würde nicht sagen, wenn man wirklich so richtig so ganz, ganz tiefe Falten hat, ob das dann was ist. Aber für den Preis kann man es natürlich austesten. Von mir kriegt sie auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Ja, ich finde sie relativ schön auf meiner Haut.
Und nach 12 Stunden kann man nicht meckern. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ciao!